Ob es die verschiedenen Kulturen sind oder atemberaubende Naturlandschaften mit einzigartigen Wildvorkommen. Afrika fasziniert. Die Vielfalt der Lebensräume und Wildarten Afrikas macht diesen Kontinent bis heute so aufregend. So beeindruckend solche Anblicke auch sein mögen, jagdlich interessant wird das Wild erst dann, wenn es für den heutigen Jäger eine Herausforderung darstellt. Das Erbeuten des Wildes darf nicht zu einfach sein. Und eine Jagd kann daher durchaus erfolglos bleiben. In der Heimlichkeit oder Seltenheit des Wildes steckt der große Reiz. Der Kaffernbüffel stellt für den Jäger eine der größten Herausforderungen Afrikas dar. Wer den Kaffernbüffel aus den Nationalparks kennt, teilt diese Faszination vielleicht weniger. Zeigt sich dieses Wild dort doch eher rinderhaft und behäbig. Doch wer Büffeljagd erlebt hat, weiß um die Faszination, die von dieser Wildart ausgeht. Mit fast einer Tonne Körpergewicht, seinem dunklen, massigen Körper und seinen schweren Hörnern ist die Ausstrahlung eines alten Bullen beeindruckend. Im Moment, in dem er den Menschen wahrnimmt, stellt er sich oft ohne jeglichen Anschein von Angst. Auch wenn er dann die Flucht ergreift, tut er dies mit einem scheinbaren Unwillen, der seine Furchtlosigkeit unterstreicht. Seine Nervenstärke signalisiert unmissverständlich die potenzielle Gefahr der Büffeljagd, denn der Büffel weiß um seine Stärke. Man kann auf vielerlei Art und Weise eine Jagd auf Büffel erleben. Auf den meisten Safaris wird man mit dem Jagdwagen durch das Gebiet fahren, bis man Büffel zu Anblick bekommt. Danach beginnt das Anpirschen der Gruppe auf der Suche nach dem passenden Bullen. Oft hat man auch die Möglichkeit, die Fährte einer Bullengruppe aufzunehmen. Diese Fährten werden, sofern sie vom gleichen Tag sind, zu Fuß verfolgt. Eine äußerst spannende Jagdart, die mitunter den maximalen körperlichen Einsatz erfordert. Doch noch mehr als das Verfolgen von Büffelfährten in den Savannen oder den Miombo-Wäldern Tansanias hat mich ein anderes Biotop in den Bann gezogen, um auf Büffel zu jagen. Das nördliche Maasai-Land in Tansania, das Gebiet im Rift Valley, ist eine trockene Dornbusch-Savanne mit wenig oder nur saisonalen Wasservorkommen. Hier leben nur Wildarten, die über lange Zeiträume ohne Wasser auskommen. Sie sind diesem Biotop perfekt angepasst. Aufgrund der vulkanischen Aktivitäten des ostafrikanischen Grabenbruchs entstand vor Millionen von Jahren im Rift Valley eine Vielzahl von Bergen mit Gipfelhöhen bis zu 3000 Meter über dem Meeresspiegel. In diesen Höhen entwickelte sich eine von der umliegenden Ebene gänzlich verschiedene, immergrüne Regenwaldvegetation. Durch die höhere Feuchtigkeit entstand ein Refugium für eine ganz eigene, faszinierende Tier- und Pflanzenwelt. Als ich Ende der 80er Jahre nach Afrika zurückkehrte, bejagte ich das Gebiet Longido im nördlichen Maasai-Land Tansanias in der Nähe der Grenze zu Kenia. Der Longido-Berg ist 2400 Meter hoch. Berge haben mich schon immer fasziniert und so musste auch dieser Gipfel erklommen werden. Als ich zum ersten Mal in die sogenannte Montana-Regenwaldzone eindrang, war es, als würde ich in eine andere Welt eintauchen, mit moosbehangenen Bäumen und Felsen, die im feuchten Nebel fast unwirklich erschienen. Der Boden war nass und während meiner Besteigung kam es zu Begegnungen mit Wild. In den 2 Tagen traf ich mehrere Male auf Elefanten, Büffel und Buschböcke. Was für ein Ausblick, was für ein Erleben. Im gleichen Jahr erlegte ich meinen ersten Bergbüffel. Und es war ein Erlebnis, das mein folgendes Jägerleben prägte. Dieser Film erzählt die Geschichten dieser außergewöhnlichen Art der Büffeljagd.
Das Jagen mit anderen ist eine Gratwanderung. Denn Jagd ist kein gesellschaftliches Ereignis. Sie ist etwas sehr Privates, etwas, das im Stillen passiert. So jage ich meistens allein und wenn mit anderen, dann sind es Jäger, von denen ich weiß, dass wir auf einer Wellenlänge liegen. Peter, ein Freund aus Kalifornien, teilt meine Philosophie. Er hat reichlich Erfahrung in Afrika gesammelt und bereits viele Male auf Büffel gejagt. Aber vor allem verbindet uns der Wunsch, richtig und bewusst zu jagen. Und das heißt, den ganzen Tag auf der Pirsch unterwegs zu sein. Auch Peter führt eine Doppelbüchse mit offener Visierung. So sind Distanzschüsse auf eine andere Talseite undenkbar. Und an das Wild so nah wie möglich heranzupirschen, das ist für uns die wahre Herausforderung und die Chance für das Wild zu entkommen. In der Dunkelheit verlassen wir unser Basiscamp und den Luxus von großräumigen Wohnzelten und Longdrinks am Lagerfeuer. Auch ist die Bergjagd eine Expedition. Nichts ist vorbestimmt. Wir entscheiden uns, einen neuen Gebirgsteil auszukundschaften. Yeah, the big middle ridge to go up. Looks like the first part is quite steep. Yeah, it is. And then we get on the ridge saddle. Line. Right, and then there's this big grass patch there on top. Right. And then from there, it goes pretty straight, and all the way to the very top. Right up into the clouds. Mit Trägerkarawane erklimmen wir den Berg. Während die Mannschaft unser Bergcamp aufbaut, unternehmen wir die ersten Rundgänge, um uns mit der Umgebung vertraut zu machen. Nichts anderes könnte unsere Vorfreude auf den ersten Jagdtag mehr steigern, als abends unsere Blicke in die lodernden Flammen des Lagerfeuers zu tauchen und unsere jagdlichen Pläne für den nächsten Tag zu schmieden. Frühmorgens, noch vor Sonnenaufgang, aber auch abends, hat man die größten Chancen, Büffel auf den offenen Grasflächen anzutreffen. Jedoch hat man abends oft das Problem, dass man gegen die Zeit anläuft, denn hier am Äquator kommt die Finsternis schnell und man muss vermeiden, einen Büffel zu spät am Abend zu beschießen. An einer Wasserstelle finden wir Fährten vom Vortag. Hier sind zwei einzelne Bullen unterwegs, die in regelmäßigen Abständen diese Wasserstelle aufsuchen. Da die Fährten jedoch nicht frisch sind, steigen wir weiter bergauf, um einen besseren Ausblick zu gewinnen. Wir nehmen uns viel Zeit für die Bergjagd und bewegen uns langsam. Oft rasten wir bei der Ausschau nach Büffeln. Frühmorgens, wenn die Herden in Bewegung sind, ist manchmal das Blöken der Kälber und Kühe auch auf weitere Entfernung zu vernehmen. Mit einer Doppelbüchse mit offener Visierung im Kaliber 500 Nitro Express ist es schwierig, gezielt an den Bullen innerhalb einer Herde heranzukommen, den man sich ausgesucht hat. Oft führen die Herden nur ein oder zwei alte Bullen, was die jagdlichen Chancen stark einschränkt. Auch aus diesem Grund sind wir in erster Linie an der Bejagung einzeln ziehender Bullen interessiert. In der Nähe einer kleineren Wasserstelle treffen wir auf die frische Fährte eines alten Bullen. Klar ist zu erkennen, dass der Büffel am frühen Morgen hier entlanggezogen ist. Wir nehmen die Fährte auf. Die Vegetation wird üppiger und wir müssen uns langsam bewegen, damit der Büffel uns nicht zuerst bemerkt. Weit kann er nicht mehr sein, da er bereits in dichterer Vegetation nach einem guten Ruheplatz für den Tag sucht. Solange der Wind stabil bleibt, haben wir alle Chancen.
Doch wieder einmal kommt es auf der Jagd anders, als man denkt. Elefanten kommen uns in die Quere, oder besser gesagt, wir ihnen. Es gibt nicht viele Elefanten im Berg, und so nah heranzukommen ist eine Seltenheit. Mit Sicherheit aber werden die Elefanten uns wahrnehmen, wenn wir weiter auf der Büffelfährte bleiben. Und Elefanten hier oben sind sehr sensibel und bisweilen aggressiv, da es sich um die Überreste einer größeren Population im nördlichen Maasai-Land handelt, die durch Wilderei stark dezimiert wurde. Sicherlich würden die Elefanten mit großem Getöse die Flucht ergreifen und so den Büffelbullen vor uns warnen. So entschließen wir uns, den Rückzug anzutreten, um eventuell später die Verfolgung wieder aufzunehmen. Am oberen Grat angekommen, haben wir Glück. Eine Büffelherde bewegt sich am gegenüberliegenden Hang im offenen Grasland. Mehrere alte Bullen sind zu erkennen. Da es bereits spät am Morgen ist, müssen wir uns beeilen, damit wir die Herde noch antreffen, bevor sie in das Dickicht wechselt. Während wir uns der Herde nähern, verlassen die Büffel die offene Grasfläche und zielen talabwärts einen kleinen Grat entlang. Dadurch wird das Herankommen jetzt noch schwieriger. Wir entschließen uns dennoch, die Herde anzugehen, da wir ausgezeichneten Wind haben. Und wir haben Glück. Am unteren Ende der kleinen Grasfläche ist ein Teil der Herde noch anzutreffen. Jetzt heißt es Geduld bewahren. Kühe und junge Bullen kommen hervor. Langsam beginnt der Wind zu küseln. Hoffentlich hält er noch ein wenig. Die Herde wird unruhig, als ein Teil der Gruppe Wind von uns bekommt. Die alten Bullen müssen sich im unteren Teil der Gruppe aufhalten. Dann auf einmal bricht fast unbemerkt dieser kapitale Bulle aus dem Dickicht. Und bevor Peter dem Bullen noch einen Schuss antragen kann, ist er bereits in der Herde verschwunden. Ein Schuss in die Herde auf diese Entfernung und mit offener Visierung ist zu riskant. Nur wenige Sekunden fehlten Peter. Aber die Herde ist sich nicht ganz einig über die Gefahr und so entschließen wir uns erst einmal zu warten. Vielleicht bekommen wir noch unsere Chance. Nach einer halben Stunde nehmen wir die Verfolgung wieder auf. Aber es gab keine weitere Chance, da sich die Herde bereits ins dichte Gestrüpp zurückgezogen hatte. Und so bleibt uns erst einmal nur die fantastische Erinnerung und der Entschluss, am nächsten Morgen die Herde wieder zu verfolgen. Morgennebel, wie so oft. Für uns jedoch kein Problem, denn wir sind bereits auf der frischen Fährte unserer Herde vom Vortag. Doch heute sind wir nicht allein. Ein Löwe hat den gleichen Plan wie wir. Immer wieder können wir ihn in der Distanz hören. Die Büffel sind auf dem Weg zu den weiter oberhalb liegenden Wiesen. Vielleicht werden wir sie dort antreffen. An der Grasfläche angekommen, wird uns auf einmal klar, dass der Löwe mittlerweile zu uns aufgeschlossen hat. Der Nebel lähmt uns die Sicht, doch wir können ihn hören, wie er sich uns langsam nähert. Jetzt ist er schemenhaft in einer Distanz von unter 30 Metern zu erkennen. Wir können ihn als jungen männlichen Löwen identifizieren. Langsam zieht er an uns vorbei. Eine bedrohliche Situation.
Nun ist er genau zwischen der Büffelherde und uns. Sicherlich müssen wir nun doppelt vorsichtig sein, um zu vermeiden, auf einen sich anpirschenden Löwen aufzulaufen. Bloody Lion. Nicht nur, dass er uns zuvorkam. Er hatte sich so ungeschickt angestellt, dass die ganze Herde in hoher Flucht talabwärts ging. Wir entschließen uns dennoch, der Fluchtfährte zu folgen. Da ist er wieder. Scheinbar hat er die Verfolgung aufgegeben. Umso mehr wollen wir dranbleiben. Kaum zu glauben. Die Büffel haben den Berg verlassen und sind bis ins tiefe Tal gezogen. Dort unten äsen sie nun friedlich vor sich hin. We have good wind, you know, we can at least in the open, so we can really check out if that bull is still in there. That sounds great, like a great plan. Da der Löwe die Jagd tatsächlich aufgegeben hat, stehen unsere Chancen gut. Also geht die Verfolgung weiter. Jetzt sind wir nur noch 300 Meter entfernt und der Wind ist perfekt. Da ist er, langsam auf uns zuesend, noch ahnungslos von der sich nähernden Gefahr. Doch unten angekommen ist die Sicht um einiges schwieriger als vermutet und die Büffel ziehen zudem langsam talaufwärts in das dichtere Gebüsch, um sich vor der nun brennenden Sonne zu schützen. Langsam verfolgen wir die Gruppe. Die Büffel gehen ab. Für eine kurze Zeit hat der Wind gedreht. In der hohen Vegetation konnten wir sie nicht sehen. War der starke Bulle zurückgeblieben? Lorenzo und Peter umschlagen noch einmal das Dickicht, wo wir ihn zuletzt gesehen haben. Es ist nicht zu fassen. Wir waren so nah dran und dennoch geht uns die Situation aus den Händen. Nachdem wir nun den ganzen Tag die Herde verfolgt hatten, geht sie nun endgültig über den Grat ab. Eine weitere Verfolgung macht keinen Sinn, da es bereits später Nachmittag ist und uns ein extrem langer Heimweg bevorsteht. Und obwohl dieser Jagdtag erfolglos bleibt, sind wir guter Stimmung. Denn die Erlebnisse des Tages waren überwältigend, auch ohne erlegten Büffel.
Erst spät in der Nacht werden wir in unserem Bergcamp ankommen. Der Morgennebel begleitet unsere Suche nach Büffeln. Gleich drei der Big Five haben diese Wasserstelle in der vergangenen Nacht aufgesucht. Büffel, Löwe und Elefant. Doch die frische Büffelfährte können wir nicht halten und so suchen wir weiter. Dann, ganz plötzlich, erhebt sich ein Bulle weniger als 10 Meter entfernt vor uns auf einer kleinen Grasfläche. Alles geht so schnell und bevor Peter einen Schuss loswerden kann, ist der Bulle auf und davon. Die Enttäuschung ist groß. It was huge too. Yeah, it was big buffalo. It was a nice buffalo. It was an old bull. Big, yeah. Really old bull. I can't believe we got so close. Kokaribu sana. And you. Lakini afikiri tunasubiri kwa sababu amekimbia. Labda jioni. Labda jioni sasa. Maybe we'll wait till afternoon, Peter. Okay. Wir entschließen uns, erst am Nachmittag die Verfolgung wieder aufzunehmen. Denn zum einen ist der Büffel jetzt gewarnt und wird mit Sicherheit sehr aufmerksam sein. Und zum anderen haben wir eine größere Chance am Nachmittag, wenn er wieder äsend unterwegs ist. Langsam nehmen wir die Fährte auf. Lorinho, mein Trecker, ist ein ausgezeichneter Fährtenleser. Er ist vom Stamme der Maasai, die bekannt sind für dieses Talent. Seine Konzentration und sein Ehrgeiz, einer Fährte über mehrere Stunden zu folgen, sind enorm. Seit Jahren arbeiten wir zusammen und sind zu einem unschlagbaren Team zusammengewachsen. Beim Ausfährten eines Büffels ist es vor allem wichtig, leise vorzugehen. Und das ist in diesem Gelände nicht immer einfach. Es ist nun spät am Nachmittag. Hat der Bulle bereits seine Mittagsruhe beendet und ist am Äsen? Wir müssen leise weiter seiner Fährte folgen. Lorinho hat etwas Ungewöhnliches bemerkt. Kann es der Büffel sein? Nur schemenhaft ist etwas Schwarzes im Dickicht zu erkennen. Hat der Schuss gut gesessen?
am Ziel unserer Träume. Dass Peter ihn so gut ansprechen konnte, war schon Glück. Aber dass er auf ca. 30 Meter einen gezielten Schuss auf das Haupt abgeben konnte, war eine echte Leistung. Und nicht nur das. Er behielt einen kühlen Kopf und entschied sich, den linken Lauf, geladen mit einer Vollmantelpatrone, zu betätigen, da der Bulle von Blättern und Zweigen bedeckt stand. Ein echter Profi eben. Man, after all the work we've done, eh? Peter. What a cool buffalo. What a great hunt. It's great. Unbelievable. I mean, we've been up and down the mountain a couple of times, all over the place. That's true. I was ready to give up hunting. It was great. I mean, it couldn't be a more fantastic shot. That was wonderful. So this is the skull of the buffalo. Got him with a brain shot. You can see the damage internally and as it broke through and got into the spine and just really blew his brain up. He never felt a thing, just was gone instantly. It's really a nice, clean way to go. Great hunt. Fabulous time. Thanks, Rainer. Eine herrliche Jagd geht zu Ende. In Gedanken hängen wir immer noch diesem fantastischen Erlebnis nach. Und eine Ruhe und Genugtuung macht sich breit, die man nur auf der Jagd erleben kann. Unser Flycamp im Berg kann natürlich nicht die gleichen Ausmaße haben wie unser Hauptcamp in der Ebene. Trotzdem versuchen wir es so komfortabel und angenehm wie möglich zu gestalten. Vor allem ist es natürlich wichtig, dass man gut schläft und gut isst. Das sind die wichtigsten Voraussetzungen, um hart jagen zu können. Dusche und WC sind selbstverständlich auch vorhanden. Und abends beim Schein des solarbetriebenen Lichtes und dem Windschutz unseres Messeszeltes nehmen Frieda und ich unser erstes Mal im Berg ein. Erzähl mir mal, wie geht denn das morgen so ab? Ja, wir stehen früh auf, 5 Uhr, 5.30 Uhr so. 6 Uhr, Viertel nach 6 bis halb 7 geht's los, wir brauchen natürlich Licht. Ja, und dann werden wir den gesamten Tag unterwegs sein. Kleines Frühstück vorher? Ja, kleines Frühstück. Wir werden auf jeden Fall eine Lunchbox dabei haben, genug Wasser, das ist am wichtigsten. Ja, und dann schauen wir mal, was wir im Anblick bekommen werden. Ja, klasse, ich freue mich schon riesig drauf, habe mich auch ordentlich vorbereitet. Ich hoffe, ich bin fit genug. Da mache ich mir keine Gedanken, das wirst du mit Sicherheit sein. Ja. Wir bereiten uns auf einen langen Jagdtag vor. In der Regel jagen wir den ganzen Tag. Aus diesem Grund müssen wir genügend Wasser dabei haben und ein Bissen für die Mittagszeit. Meine Güte, den sehen wir eigentlich auch. Frieda, ein Jäger aus Deutschland, hat sich exzellent auf dieses Abenteuer vorbereitet. Die Tage vorher hatte er bereits eine Thompson-Gazelle, eine Grand-Gazelle und ein Weißbart-Gnu in den Ebenen des Maasai-Landes erlegt. Alle Stücke kamen mit guten Schüssen schnell zur Strecke und körperlich war er mit Sicherheit den kommenden Anstrengungen gewachsen. Auf der Safari zuvor haben wir einen kapitalen einzelnen Bullen ausgemacht, der in der Nähe einer Wasserstelle seine Fährte zieht. Dieses Tal liegt weit ab vom Camp und mit Frieda kann ich diesen Marsch angehen. Auf dem Weg dorthin sehen wir unser erstes Bergwild im Hang stehen, Buschböcke, die hier sehr oft anzutreffen sind.
Mehrere Stunden glasen wir die Hänge in der Nähe der Waschstelle ab, ohne jedoch Büffel zu erspähen. Dann hören wir im Tal das typische Blöken einer Büffelherde. Ich bevorzuge die Bejagung von einzelnen Bullen oder Bullengruppen. Auf Tuchfühlung mit einer Büffelherde im dichten Bergwald zu gehen, ist jedoch ein guter Anfang, um sich mit Büffeln vertraut zu machen. Und wer weiß, vielleicht ist ein alter Bulle dabei, der am Rande der Herde mitzieht. Um besseren Wind zu haben, müssen wir den Hang wieder hochsteigen und am nächsten Grat runter, um dann vom Tal aus die Herde gegen den Wind anzugehen. Im letzten Hangstück unseres Abstieges erblicken wir die Herde wieder. Sie wird sich bald zur Tagesrast im Schatten des Waldes niedertun. Wir warten ein wenig, um den Standort der Tiere besser bestimmen zu können. Dann heißt es, sich leise der Herde zu nähern. Wir sollten sie bald vor uns haben. Schemenhaft sind erste Wildkörper zu erkennen. Doch wie so oft sind zunächst nur Kühe auszumachen. Lorinho hat einen älteren Bullen gesehen. Wir sind jetzt dicht dran und müssen aufpassen, dass die Büffel uns nicht spitz kriegen. Der Bulle ist wieder in die dichte Vegetation eingetaucht. Wir können ihn nicht wiederfinden. Dann bekommt ein Teil der Herde Wind und mit Getöse geht die Gruppe ab. Wir hinterher, in der Hoffnung, den Bullen wiederzufinden. Die Herde ist nicht weit gegangen, da sie auf keinen Fall auf die offenen Grasflächen auswechseln will. Das ist unser Glück. So bekommen wir vielleicht eine weitere Chance. Wieder sind wir dicht an der Herde dran. Mit ein wenig Glück wird sich vielleicht der Bulle zeigen. Langsam versuchen wir uns der Herde weiter zu nähern, die genau zwischen uns und der oberhalb liegenden Grasfläche zur Ruhe gekommen ist. Beim Verfolgen der Fährten wird uns dann klar, dass die Herde über die offene Fläche in das nächste Dickicht gewechselt ist. Scheinbar ahnten die Büffel unseren Plan. So beschließen wir, keinen weiteren Versuch zu unternehmen. Nur 20 Minuten, nachdem wir die Grasfläche verlassen haben, wechselt ein alter Bulle mit einem weiteren Stück über die Grasfläche der Herde folgend. Die haben uns verarscht. Was für ein Pech. Mittlerweile war es Nachmittag und wir pirschen bergauf den Grat entlang in Richtung unseres Bergcamps.
Und wieder treffen wir auf eine Herde Büffel. Die Tiere wechseln zügig auf die offene Grasfläche. Da im vorderen Bereich selten Bullen sind, wollen wir der Herde den Raum geben, um komplett auf die Lichtung auszuwechseln. Auch nach längerer Zeit ist kein Bulle auszumachen. Wir gehen noch einmal an die Herde heran, in der Hoffnung, einen Bullen zu entdecken. Die Leitkuh hat uns sofort bemerkt und lässt uns keine Chance. Ein toller erster Jagdtag. Mehr Büffelerlebnisse kann man in einem Tag kaum sammeln. In den nächsten Tagen jagten wir hart und trafen mehrere Male auf Büffel. Gegen Mittag des vierten Tages sehen wir dann diesen sehr alten und kapitalen Einzelgänger, der ein Sonnenbad im Hang einnimmt. Die Pirsch wird nicht einfach werden. Die Vegetation ist sehr üppig und das Gelände sehr steil. Sicherlich müssen wir den Bullen von oben angehen, damit auf jeden Fall der Wind passt. Gut ist die weiße, haarlose Stirn zu erkennen. Das Gelände ist noch schwieriger als vermutet. Auch bei langsamster Gangart sind Geräusche kaum zu vermeiden. Aber wir haben Zeit. Der Bulle war nicht mehr auf seinem Liegeplatz anzutreffen. Plötzlich sieht Lorinho etwas Dunkles im Busch direkt vor uns liegen. Zum Vorschein kommt ein Jungbulle, der hier vor weniger als einem Tag verendet sein muss. Der alte Bulle hatte sich genau neben dem toten Jungbullen niedergetan. Schon ein sehr untypisches Verhalten. Wir gehen auf der Fährte weiter. An der Losung erkennen wir, dass der Bulle bereits vor über einer Stunde diese Stelle verlassen hat. So langsam und leise wie möglich folgen wir der Fährte, denn er kann nicht mehr weit sein. Langsam geht es talabwärts. Dann auf einmal, nicht weit unter uns, vernehmen wir Geräusche. Ist es ein Buschbock oder sind wir endlich am Bullen dran? Für einen kurzen Moment können wir ihn im Dickicht ausmachen. Wir müssen näher ran. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren und lautlos weiter dem Büffel hinterher. Die üppige Vegetation nimmt uns jede Sicht. Der Bulle kann nicht weit sein. Wir müssen dranbleiben, ohne dass er uns bemerkt. Da ist er, genau unter uns. Wir sind nah genug dran. Frieda hat seine Schüsse gut gesetzt, doch die Schussplatzierung war schwierig und alle Schüsse liegen wohl hoch im Wildkörper.
Jetzt heißt es Geduld bewahren. Klar ist das schwere Atmen des Bullen zu hören. Ein eindeutiges Zeichen für einen Lungenschuss. Der Bulle muss immer noch auf den Läufen sein. Wir hören, wie er weiter talabwärts zieht. Er ist also noch gut dabei. Bei hohen Lungenschüssen kann es noch lange dauern und es ist bereits kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Wir entschließen uns, noch 10 Minuten zu warten. Dann werde ich mich leise dem Bullen nähern. Der Bulle muss noch heute zur Strecke kommen, und so schleiche ich mich langsam heran. Der Bulle war tatsächlich noch auf den Läufen und hatte sich, bereit zum Angriff, spitz in die Richtung der Jäger gestellt. Als ich über den Busch schaute, nahm mich der Bulle auf weniger als 15 Meter sofort wahr und griff an. Ich war darauf gefasst und konnte den Bullen mit einem Schuss aufs Haupt bereits in den ersten 2 Schritten seiner Attacke stoppen. Endlich haben wir ihn. Den haben wir gut gehört, ne? Ja. Mensch, hätte mir ja nicht gehört, du. Dann wäre der weg. Was der für einen riesen Spalt hier oben hat. Der für eine kurze Schnauze. Guck jetzt mal an hier. Irre, ne? Das ist der Bulle. Oh nein, hat er gesehen. Wahnsinn, dass wir ihn noch gefunden haben. Unglaublich. Das war eine Jagd, du. Ja, ey, da hast du 2 Trophäen, das ist unglaublich. Wir müssen den ganzen Büffel zerlegen, weil ansonsten geht das Fleisch kaputt. Und das lassen wir heute Nacht liegen. Ja, das hängen wir hier in die Bäume rein und dann sollen die morgen früh, können die den Akt selber machen. Da brauchen wir nicht mehr herzukommen. Wahnsinn. Okay, Sessa, mit mir. Nach mehr als einer Stunde ist der Büffel zerwürgt, das Wildbrett zur Abholung gesichert und wir beginnen den langen Marsch zurück zum Camp. Super, wa? Ja, we're on the path now. Oh, ich gehe lieber gar nicht. Sana. Der erste schwere Anstieg ist geschafft. Und die gute Nachricht wird ins Camp gefunkt. Tulipiga Mbogon Gine. Oh, get us up. Yeah, we got another buffalo. Noch mehrere Stunden dauert unser Rückmarsch. Doch nach so einem Jagdtag ist kein Weg zu lang, denn wir werden von unseren Erlebnissen und vom Erfolg dieses Tages getragen.
Eine Gruppe von meinen Männern war am nächsten Morgen damit beschäftigt, das Wildbret und die Trophäe des Büffels zu bergen. Wir unterdessen machen uns für den Aufbruch ins Hauptcamp fertig. Kaum eine Jagd kann erlebnisreicher sein als diese eine Woche, die ich mit Frieda geteilt habe. Und kaum eine Büffeljagd kann einen erfolgreicheren Abschluss finden als mit diesen zwei kapitalen Bullen. Die montanen Regenwälder des nördlichen Maasai-Landes sind Lebensraum vieler Wildarten. Überall sind kleinere Populationen von Elefanten zu finden, die wieder stark im Bestand zunehmen, da die Wilderei seit Anfang der 90er Jahre fast zum Stillstand gekommen ist. Der Elefant ist hier komplett geschützt und es ist zu hoffen, dass diese faszinierende Wildart auch bald in den Ebenen des Maasai-Landes wieder häufiger anzutreffen ist. Auch eine artenreiche Vogelwelt ist hier heimisch. Mit Sicherheit ist der Hartlops Thyraco ihr beeindruckendster Vertreter. Im finsteren Licht des Bergwaldes erscheint sein Gefieder mattgrün. Nur im Flug sind seine strahlend roten Schwingen wahrzunehmen. Sein Rückengefieder schillert blau im Sonnenlicht. Der Buschbock ist neben dem Kaffernbüffel die häufigste Wildart im Bergwald. Es ist bekannt, dass die kapitalsten Buschböcke aus diesem Biotop stammen. Ich habe Böcke mit einem Körpergewicht von fast 100 Kilogramm gesehen und auch erlegt. Elandantilopen nutzen diesen Lebensraum während der Trockenzeit. Sobald der Regen beginnt, ziehen sie talabwärts in die großen Maasai-Ebenen. Auch die Kaffernbüffel verlassen die Bergwaldzone, sobald der Regen kommt. Doch entfernen sie sich nie weit von den Ausläufern der Anhöhen, da sie mehr Deckung bevorzugen. Bei all dem Wildreichtum, ohne den Büffel würde sich kaum ein Jäger hierher begeben. Mit dem Wissen um die Zusammenhänge in der Natur und den Einfluss, den der Mensch auf sie ausübt, kommt auch der Jäger nicht umhin, sich seinem Tun bewusst zu werden. Stets sollte er darauf achten, genau das Wild zu entnehmen, welches für den Fortbestand der Art am wenigsten wichtig ist. Nur so kann er seiner Aufgabe als bewusster Jäger in der heutigen Zeit überhaupt gerecht werden. Die reine Trophäenjagd, bei der stets das kapitalste und zumeist sich fortpflanzende Stück geschossen wird, kann nicht in das Bild des gewissenhaften Jägers passen. Man stelle sich einen Rinderfarmer vor, der ständig die größten und sich fortpflanzenden Stiere schlachtet. Wie würde sich diese Herde über mehrere Generationen entwickeln? In diesem Lichte nimmt der Kaffernbüffel eine ganz besondere Stellung ein. Obwohl auch er, wie die meisten evolutionär höher entwickelten Wildarten, in gemischten Gruppen mit einem sozialen Gefüge lebt, gibt es beim Kaffernbüffel die sogenannten Bullengruppen. Dabei handelt es sich um alte Herren, die alleine oder in Gruppen von bis zu 30 Stück umherziehen. Diese Bullen ziehen nicht mehr weit. Und so ist es nicht verwunderlich, dass fast 80% der Büffel, die durch Löwen gerissen werden, entweder Einzelgänger sind oder alte bzw. kranke Tiere aus diesen Bullengruppen. So hat die Bejagung dieser Bullen oder sogenannten Dagger Boys keinen direkten Einfluss auf die Entwicklung der Büffelpopulation, da diese Alten nicht mehr am Prozess der Fortpflanzung teilnehmen. Auch alte Elefantenbullen sind häufig alleine oder in Bullengruppen unterwegs. Doch suchen sie Elefantenkühe auf, wenn diese paarungsbereit sind. Bei den alten Büffelbullen ist das nur selten der Fall. So nehmen diese Bullen für mich eine jagdliche Sonderstellung ein. Und ich jage fast ausschließlich auf solche Bullen. Es ist November. Die kleine Regenzeit hat begonnen. An den unteren Hängen des Los Simingor-Berges zieht das frische Grün einzelne Bullen an. Als sich der Morgennebel langsam auflöst, erblicken wir auf einer dieser Grünflächen einen einzelnen Bullen.
Sofort erkenne ich, dass es sich um einen kapitalen alten Bullen handelt, den ich während der Saison schon mehrere Male gesehen habe. Dieser soll es sein. Ich habe mir einige Tage freigenommen, um endlich wieder auf Büffel zu jagen. Der Bulle ist sehr aufmerksam und mit meiner Doppelbüchse muss ich schon relativ nah herankommen. Ich kann von der Talseite her nur schemenhaft die Rückenlinie des Bullen ausmachen. Nach wie vor ist er zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Nun hat er den Kameramann und meinen Fährtensucher bemerkt, die sich etwas höher am Hang positioniert hatten. Wir sind zu schnell vorgegangen. Jetzt hat er mich bemerkt. Und obwohl ich nur ca. 40 Meter entfernt stehe, ist meine Position zu ungünstig, um einen gezielten Schuss abzugeben. Ich ärgere mich, diese Pirsch so überhastet durchgeführt zu haben. Zwei Tage später erblicken wir denselben Bullen auf den unteren Wiesen. Der leichte Regen könnte uns zugutekommen, da der Büffel uns jetzt nur schwer hören kann. Als wir noch 120 Meter von ihm entfernt sind, hören wir plötzlich, wie zwei andere Bullen in der Dickung vor uns abspringen. Zuerst bleibt unser Bulle ruhig, doch dann traut er der Situation doch nicht und verschwindet im Dickicht. So glitt uns auch diese Situation aus den Fingern. In der Nacht hatten die drei Bullen das Tal verlassen und waren auf die größeren Wiesen talabwärts gezogen. Wir können die Fährte gut verfolgen und ich weiß, dass wir sie bald antreffen werden. Aus nächster Nähe erkenne ich die Rückenlinie eines vor uns äsenden Bullen. Das Gelände ist schwierig für einen Jäger, der nah an das Wild herankommen muss. Es ist überhaupt keine Deckung vorhanden. So begebe ich mich herüber an die rechte Seite des Hügels, in der Hoffnung, dass ich dort nah genug an die Büffel herankommen kann. Ich habe Glück, die Distanz passt. Doch die Bullen haben uns bereits bemerkt. Nun wird es schwierig. Ich darf mich nicht bewegen und muss dennoch in eine gute Schussposition gelangen. Die Bullen sind nur angerührt und springen ab.
Der starke Bulle zieht in der Mitte. Vielleicht gibt er mir noch eine Chance. Ich mache mich derweil fertig. Auf circa 90 Meter kommen sie zum Stillstand. Der erste Schuss sitzt gut. Der zweite war leider vorbei. Der Bulle wird nicht weit gehen. Ein Fangschuss war nicht mehr notwendig. Diesen Bullen habe ich mir wahrlich erkämpft. In einer Zeit, in der die Jagd nicht mehr zum Überleben notwendig ist, was für einen Sinn kann sie noch haben? Meiner Meinung nach muss die Nutzung des Wildbretts und möglicherweise auch der Haut nach wie vor gewährleistet sein, denn darin liegt der Ursprung der Jagd. Auch erlebe ich die Natur wieder auf einer ganz ursprünglichen Art und Weise. Jagd ist nicht nur die Beute, der Gewinn oder die Trophäe. Jagd ist vor allem die Fährte, der Weg und die Pirsch. Dieses Jagen ist für mich das intensivste Erleben der Natur und meiner selbst. Denn speziell die Bergjagd auf den Kaffernbüffel führt an die Ursprünge echter Jagd. Ohne erheblichen körperlichen Einsatz, ohne Ausdauer, Mut und Willen und ohne Erfahrung wird man hier keinen Erfolg haben. Dieses bewusste Jagen mit geschärften und offenen Sinnen durch den Bergwald zu streifen und die Natur in sich aufzunehmen, alles wahrzunehmen, auch die kleinsten Zeichen und Geräusche, das ist für mich der Inbegriff der Jagd. Und in diesem Tun erlebt man die Natur in einer Form, die nur wenigen Menschen vorbehalten ist. Und in diesem Tun erlebt man sich selbst mit all seinen Fähigkeiten und all seinen Grenzen, ohne Wenn und Aber. Und nur aus diesem Bewusstsein heraus erwächst der Respekt vor der Kreatur und die Ehrfurcht vor der Schöpfung. Nur in diesem tiefen Bewusstsein kann ich sagen, ich jage.